Luftfilter ölen, Luftfilter wechseln. Bei der Hurricane 250 ist bei fast allen 250ern gleich. Zeige ich euch in dem Video. Ihr habt euer Bike neu bekommen. Eines der wichtigsten Schritte ist auf jeden Fall zuerst einmal den Luftfilter einölen. Der ist unter der Seitenkappe hier bei den meisten Bikes. Wenn ihr das nicht macht, dann saugt ihr viel zu viel Dreck in den Ansaugtrakt, weil das wird nicht gebunden im Luftfilter, der Dreck. Der kann einfach durchgehen und dann habt ihr im schlimmsten Fall einen Motorschaden. Das muss regelmäßig gemacht werden, auch gereinigt und gewechselt werden. Deswegen zeige ich euch heute mal kurz und grob und simpel, wie es geht. Also als erstes, hier ist noch mit Schrauben befestigt, bei manchen nur geklipst. Das heißt, die Schrauben, die nehmt ihr raus und dann nehmt ihr das ganze Ding hier an der Seite ab. Da kommt euer Luftfilter. Bei manchen ist er geschraubt, bei anderen ist er gesteckt, bei wiederum anderen mit einer Feder gehalten. Da gibt es viele Varianten. Ihr schraubt hier in dem Fall bei der Hurricane die Flügelmutter ab. Bei der Alfa Rad ist es so ein Clip mit Mutter. Und dann nehmt ihr den ganzen Luftfilter raus. Das ist jetzt nagelneu hier, das Bike. Das heißt, da ist auch nichts geölt. Und bevor man fährt, muss man das machen. Vor der ersten Fahrt. Sonst Probleme. Ja, da fliegt die Beilegscheiben runter. Dann nehmt ihr den Luftfilter raus. Schaut, dass ihr ihn nicht kaputt macht. Hier unten ist so ein Gitter drauf. Da könnt ihr den erstmal abnehmen. Und hier ist nochmal ein Schutzgitter. Das könnt ihr, wenn ihr gefahren seid und ihr macht einen Wechsel, dann müsst ihr das abschrauben und auch da drin schauen, ob Verunreinigungen sind. Und im besten Fall sauber machen. Und ansonsten, hier gibt es so Abdeckkappen oder klebt eine Tüte drüber oder irgendwas anderes. Und dann macht ihr drin auch noch alles sauber, dass kein Dreck von da noch da rein kann. So, also jetzt haben wir den Luftfilter. Die sind mit so Klebenähte gemacht. Wenn der jetzt hat dreckig ist und ihr wollt ihn waschen und neu einsetzen, ist wichtig, dass ihr den nie auswringt, sondern immer nur ausdrückt. Ihr macht den sauber. Es gibt mehrere Varianten. Klassisch macht man es mit Benzin. Da sagt man aber, es ist schlecht für die Nähte, dass die dann aufreißen, platzen etc., spröde werden. Und deswegen gibt es extra Luftfilterreiniger. Ja, man kann beides machen. Also dies oder das. Dann nehmt ihr so einen Eimer, tut da eben euren Luftfilterreiniger rein, durchtränkt den richtig und dann wringt ihr ihn nur aus. Ich mache das jetzt nicht. Ihr tragt dabei am besten auch Handschuhe. Wenn er sauber gemacht ist, das Einölen des Luftfilters. Ihr habt euren Luftfilter jetzt sauber gewaschen. Jetzt muss er getrocknet sein. Könnt ihr mit dem Föhn machen, nicht mit dem Heißluftföhn. Wenn ein normaler Föhn oder an der Sonne trocknen lassen. Dauert ein bisschen, nehmt euch Zeit, trinkt einen Kaffee. Macht es vielleicht erst am nächsten Tag weiter. Jetzt kommen wir aber zum wichtigen Teil, und zwar das Einölen. Das kann man falsch machen. Und hier ist ganz wichtig, dass ihr wirklich Luftfilteröl benutzt. Weil das klebrig ist, das sammelt den Dreck und nicht irgendein Öl. Das muss Luftfilteröl sein. Das macht ihr am besten so, dass ihr es nehmt, schüttet ein bisschen was in einen extra Behälter. Den Rest braucht ihr nicht. Dann nehmt einen Schwamm, am besten ohne so grob hinten, oder schneidet das Grobe weg oder benutzt es nicht. Wir nehmen den Schwamm, lassen den hier mal richtig einsaugen mit Luftfilteröl. Lasst den ruhig ein, zwei Minuten saugen, dass der sich schön ruhig vollsaugen kann. Der Schwamm ist ordentlich vollgesaugt. Ihr nehmt euren Luftfilter und jetzt, damit ihr es gut verteilen könnt, drückt ihr den so auf. Ihr seht schon, jetzt kommt weniger dazu. Geht ihr wieder nach, drückt ihr wieder auf. Manche nehmen den ganzen Luftfilter und schmeißen den in das Luftfilteröl und wringen den dann aus. Da ist meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Öl überall. Ihr macht das ja überall. Und das Öl, wenn das dann noch bei heißen Tagen wieder flüssig wird oder so weiter, dann habt ihr das im Luftfilterkasten und das ist eine Sauerei. Macht das wirklich von allen Seiten, das Einölen, auch innen gut. Bevor das ihr zu viel nehmt, knetet den erstmal durch. Schaut auch, dass eure Handschuhe noch ein bisschen was verteilen. Nicht wringen, nur kneten, guten Kneter geben. Wenn ihr dann seht, hier sind irgendwie noch helle Stellen, hier vor allem,
dann die noch nachbearbeiten. Überall, wenn euch die Flüssigkeit ausgeht, einfach mehr Flüssigkeit nehmen. Und das macht ihr dann so lang, bis der gleichmäßig überall benetzt ist. Und er darf nicht tropfen, wenn ihr hier drückt. Da dürfen keine Tropfen rauskommen, sonst ist er viel zu nass. Wenn ihr jetzt mehrere Luftfilter habt, was ich empfiehlt, dass ihr die schnell wechseln könnt und nicht gleich verbauen wollt, dann nehmt den Luftfilter, wenn er fertig eingeölt ist, und schmeißt den in eine Tüte, die ihr vorher, upala, die ihr vorhin schon aufgehängt habt, dass ihr eben nicht mit den klebrigen Fingern überall hin müsst. Ansonsten, wenn ihr den gleich wieder einsetzen wollt, die Tüte müsst ihr dann natürlich verschließen, luftdicht den Luftfilter so lassen, dann könnt ihr ihn beim nächsten Mal gleich benutzen. Wenn ihr den gleich benutzen wollt, dann lasst ihn auch noch kurz auf der Seite ein bisschen ausdampfen, trocknen sozusagen, dass euer Öl nicht direkt im Luftfilterkasten alles verklebt. Ich mache hier noch ein paar Stellen. Was ich immer ganz gern mache, ist, dass ich das Gitter gleich wieder zurücksetze und dann kann man den beim nächsten Mal einfach den alten rausziehen, den neuen rein und man hat weniger Stress, das Ganze zu machen. Bevor ihr den Luftfilter wieder reinbaut, könnt ihr noch, um die Randabdichtung ein bisschen zu verbessern, Fett auf den Rand vom Luftfilter geben, ordentlich. Da so. Allzweckfett, sowas. Und dann könnt ihr den wieder verbauen. Merkt euch, wie er drin war. Hier ist leicht, weil da ist schmal. Oben ist grob. Dann baut ihr den wieder rein, den Luftfilter, ohne dass ihr auch wieder was kaputt macht. Und das Fett dichtet euch nochmal die Seiten schön ab. Dann nehmt eure Flügelmutter oder euer Stecksystem oder whatever ihr da habt. Dann schraubt ihn zu. Bevor ihr alles verschließt, drückt den Luftfilter ruhig nochmal schön in Position überall, dass er auch dicht ist. Hier ist ein bisschen Fett bei mir übergeblieben. Das schmiere ich dann gleich noch hier an die Seite hin. Dicht, dann Deckel drauf. Einfach hier wieder draufsetzen und heizen. Fertig ist der Luftfilterwechsel. Viel Spaß.